Moin von Gatso aus Aurich, mein Name ist Galina Aulbach und heute zeigen wir euch, wie man einen Teller dekoriert oder ausgarniert für verschiedene Süßspeisen. So, wir haben für euch hier Mise en Place vorbereitet. Wir brauchen auf jeden Fall einen Messer, Anleger, Löffel und Gabel. Wir haben ein wenig Puderzucker vorbereitet mit einem Sieb, Streichpinsel, zwei Sorten Soßen haben wir da. Pfefferminze, man kann ja auch Zitronenmelisse nehmen, falls man hat. Kiwi haben wir hier, Brombeeren, Blaubeeren. Dann wurden die Orangen schon filetiert. Dann haben wir für Salis, dann haben wir Karambole oder Sternfrucht. Erdbeeren, essbare Blüten haben wir da, Nüsse und essbare Papierblüten, was man auch für Ausgarnieren oder Verzehren von Torten oder Gebäck braucht. Bei dem Ausgarnieren sollte man auf jeden Fall auf Hygiene achten. Wir haben selbstverständlich Obst und Früchte schon sauber gemacht, Hände gewaschen, jetzt habe ich noch Handschuhe angezogen, damit wir auch alles hygienisch einwandfrei machen können. So, unser erster Teller. Garnieren wir mit Orangenfilets. So, dann kann man überlegen, man kann ja einen Brettchen oder zwei Pfefferminze nehmen und man kann natürlich auch eine Erdbeere nehmen. Bei Erdbeeren kann man auch, muss man aufpassen. Also das Grüne, was oben an der Erdbeere ist, ist auf jeden Fall schon abgenommen wird. Auf dem Teller gehört nur das, was auch gegessen wird. So. Das ist ja relativ einfach und eigentlich, wir haben hier drei Farben, das sieht schon mal gut aus für meinen Geschmack. So, jetzt zeige ich euch eine andere Variante. Man kann wunderbar mit Karambole arbeiten. Wir haben jetzt Innenfrucht rausgeschnitten. Und was ganz wichtig ist, bei Früchten, die ganz schnell oxidieren, wozu auch Sternfrucht gehört, man muss ganz genau darüber nachdenken, wie man das verarbeitet und wie lange. Und wenn die Früchte ein wenig länger stehen, dann muss man die auf jeden Fall mit Zitronensaft oder mit Orangensaft bearbeiten, damit die nicht so schnell braun werden. So, jetzt fülle ich innen so das Innere von Sternfrucht mit der Soße. Und jetzt fehlt uns irgendwie noch ein bisschen was Grünes oder auch vielleicht eine Brombeere, was Dunkles. Da müssen wir ja gucken. Das zum Beispiel so. Dann haben wir ein Blättchen dazu. Und ich denke mal, wir nehmen noch von der Physalis noch eine Hälfte. Nehmen wir dazu. Ja, eine reicht nicht, ich nehme noch so eins. So. Und dann würde ich sagen, das ist fertig. So, jetzt möchten wir euch ein wenig verspielte Variante zeigen. Dafür brauchen wir ein wenig Soße, nämlich hier Balsamico-Soße. Und dann versuche mit der Pinsel ganz locker über den Teller zu streichen. So. So, jetzt legen wir von allem, was wir hier haben, ein wenig was dazu. So, dass wirklich in verschiedensten Farben, was verarbeitet wird. Orangen.
Kiwi. Essblüte dazu. Was Rotes. So. Hier noch was. Dann würde ich mal sagen, es ist fertig. Jetzt geht es weiter mit den Soßen. Ich habe hier Himbeersoßen dabei. Und dann möchte ich euch zeigen, wie man das verarbeiten kann. Natürlich muss man dabei aufpassen, dass wenn man Himbeersoße herstellt, dass die durchgesiebt wird und die kleinen Samen dann nicht da drin sind. So, wir machen erstmal ein paar Pfötchen. Dann kann man ja natürlich mit etwas hellere Soße arbeiten, habe ich jetzt gerade nicht, aber wenn man zum Beispiel Vanillesoße in die Mitte reingibt, ich nehme jetzt etwas dunkle Soße, das sieht man auch. Ja. Dann nehme ich einen Pickel, dann versuche ich von dieser Seite, immer von größeren Tupfen zu kleineren zu ziehen. Und dann sieht das aus ein bisschen wie Herzchen. So, dann müssen wir jetzt gucken, wir haben jetzt etwas dunkler, alles im Rot gehalten, dann müssen wir überlegen, okay, entweder mit Gelb arbeiten oder mit Grün, da muss immer irgendwie ein bisschen Farbkontrast schaffen werden. So, dann nehme ich jetzt eine Kieselscheibe. Dann kann ich dazu von Fusalis was auflegen. So, da fehlt mir noch was und ein Scheibchen von der Erdbeere. Kann man das ein bisschen nach oben legen, damit das so. Was man ein bisschen gegrillt hat, können wir wunderbar sauber machen. Und schon ist das fertig. So, jetzt zeigen wir euch eine einfache Variante mit Mitteln, die man eigentlich immer in der Küche hat oder im Restaurant. Wir haben hier Dessertbesteck auf den Teller aufgelegt und jetzt gehen wir mit dem Sieb mit Butterzucker und wir streuen das über den Besteck. Am besten aufpassen, nicht zu viel vielleicht, aber auch nicht zu wenig. Wenn zu wenig wird, dann sieht man das nicht deutlich. Wenn zu viel ist, sieht das ein bisschen malade. Man kann natürlich auch mit Kakaopulver machen, aber bei Kakaopulver muss man darauf achten, dass die Serie, die dann später auf den Teller kommt, dass da auch keine Soße dabei ist, sonst wird es, wenn das mit Kakao sich vermischt, dann sieht das nicht so appetitlich aus. So, jetzt ganz vorsichtig Besteckteile runternehmen. So. Man kann ja jetzt Abdruck von dem Besteck sehen. Mehr braucht man eigentlich nichts machen. Wir müssen hier nur noch ein bisschen abwischen. So, und schon ist das fertig. Für den nächsten Teller benötigen wir wieder Himbeersoße.
Dann nehmen wir einen Brombeeren, setzen das in der Mitte und verzieren mit Papierblüten. Die gibt es in verschiedenen Farben. Die sind nicht zu grell in Farben, so richtig Pastellfarben, sieht sehr schön aus. So. Und dann hätte ich gerne noch ein paar Nüsse. Wir nehmen heute Walnüsse. Kann man ja ein bisschen nachlegen. Und drei reichen. So. Und damit koche ich noch eins. So, jetzt haben wir alles im Dunkeln gehalten. Das wäre vielleicht nicht verkehrt, wenn wir jetzt etwas Gelbes noch rausnehmen. Füße das dazu. So, und was Grünes noch dazu. Würde ich sagen, wir sind fertig. Für den nächsten Teller nehmen wir wieder Karambole. Dann nehme ich die Erdbeere. Ich versuche immer die Früchte, die schon geschnitten sind, mit Löffel und Gabel zu nehmen. Ansonsten, man kann natürlich auch mit Händen arbeiten. Wir haben ja Hände gewaschen und durch Handschuhe passiert nichts. So, jetzt haben wir Rot, wir haben etwas hellgrün. Dann kann man ja ein wenig etwas Dunkles dazu. Haben wir mit Blüten noch nichts hier aufgebaut. Ja, kann man nach vorne legen. Und eine da. So, jetzt können wir natürlich auch ein paar Blaubeeren dazu, am besten klein aussuchen. Irgendwas fehlt mir noch. Ich glaube, ich nehme dies noch dazu und packe noch nach oben. Nee, das wird zu viel. Ein bisschen Farbklecks haben. Schon ist das fertig. Und noch eine Variante. Dann brauchen wir wieder. Ja, Himbeersoße. Dann nehme ich eine halbe Erdbeere und dann mache ich mit dem Messer so einen kleinen Anschnitt. Und dann gebe ich da rein Spitze von der Pfefferminze. Und dann sieht das so aus, als ob das dahin gehört. Und dann lege ich hier so neckisch dazu. Dann nehmen wir Blaubeeren, verteilen die ein bisschen. Dann runden wir das Ganze noch mit ein paar Blüten. Und schon ist das fertig. So, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir konnten euch ein paar Ideen zeigen. Beim Einrichten von einem Teller muss man bitte immer darauf achten, dass die Farben sich nicht wiederholen, dass man nichts auf dem Tellerrand einrichtet und dass man wirklich auf die Hygiene achtet. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen und bleibt gesund.